Es bewegt sich was in der Freiburger Kommunalpolitik. Junges Freiburg, seit 10 Jahren in einer Fraktionsgemeinschaft mit den Grünen, wechselt den Partner und bildet künftig eine neue Fraktion, zusammen mit der Grünen Alternative Freiburg und der Spaßpartei Die Partei. Mit der GAF und mit Die Partei haben wir genauso viele Überschneidungen wie mit den Grünen. Und für uns der große Vorteil ist einfach, dass wir in einer kleinen Fraktion sind, dass wir mehr uns bewegen können, uns frei bewegen können, uns auch selbstständiger vielleicht arbeiten können. Und ich denke, dann haben wir auch eine Chance, anders an die Jugendthemen ranzugehen, als wenn man da mit anderen Leuten noch zusammenarbeiten muss. Die Grünen stellen auch ohne Junges Freiburg die stärkste Fraktion im Freiburger Gemeinderat. Auf den Ausstieg von Junges Freiburg reagieren sie gelassen. Für Junges Freiburg war es schwierig, diese Entscheidung irgendwie zu treffen, weil sie einfach viele Schnittmengen sahen mit uns. Von daher akzeptiere ich jetzt einfach die Entscheidung, wie sie dann getroffen worden ist von der Wählerinitiative und auch von den beiden Stadträten. Ich glaube auch, dass wir in den nächsten Jahren durchaus mit den beiden zusammenarbeiten können und auch gemeinsame Schnittmengen finden in der politischen Arbeit im Gemeinderat. Früher auch bei den Grünen war Connach McCabe bis zur Abspaltung der Grünen Alternative Freiburg. Die GAF hat jetzt nur noch einen Sitz im Gemeinderat. Inhaltlich sieht McCabe viele gemeinsame Ziele. Zum Beispiel die Abschaffung von dem Kommunalen Ordnungsdienst, also auch von mehr liberaler Flair innerhalb von Freiburg, aber es gibt auch immer ziemlich viele andere Themen, die so Querschnitt sind, zum Beispiel Wohnraum, wo wir auch ziemlich viel Überschneidung haben. Wäre da noch der Letzte im Bunde. Überraschend hat es auch Simon Waldenspuhl von Die Partei in den Gemeinderat geschafft. Er bleibt seinem satirischen Ansatz treu. Als mir klar wurde, dass man als Mitglied einer Fraktion mehr Geld bekommt als ein unbedeutendes, fraktionsloses Würstchen, habe ich sofort Ja gesagt. Ich freue mich darüber, dass ich willige Steigbügelhalter gefunden habe, die auf dem Weg zur Macht der Partei Die Partei zur Seite stehen, und freue mich auf die nächsten 5 Jahre Zusammenarbeit. Ab 3 Sitzen hat eine Gruppierung im Gemeinderat Fraktionsstatus und bekommt damit mehr Geld, ein eigenes Büro und Stimmrecht auch in den Ausschüssen. 48 Sitze gibt es im Freiburger Gemeinderat, diese verteilen sich auf 13 Listen. Klar, dass da neue Bündnisse geschmiedet werden, wie das von Freiburg Lebenswert und der Christlichen Liste für Freiburg. Junges Freiburg will unterdessen trotz der neuen Fraktionsgemeinschaft offen für andere Parteien bleiben. Es ist einfach, dass wir politisch neue Wege ausprobieren möchten. Wir denken, also an Themen, die sich überschneiden, werden wir auch weiterhin mit den Grünen und auch mit anderen Listen zusammenarbeiten. Das ist für uns ganz klar. Wir wollen konstruktive Politik machen. Ende Juli kommt der neu gewählte Gemeinderat zu seiner ersten Sitzung zusammen. Dann wird sich zeigen, was die neue Fraktionsgemeinschaft für Freiburg bewegen kann.